德国柏林圣诞市集恐袭发生之后，警方快速抓人又放人，在追查多时后，终于在嫌犯用来作案的卡车上找到了重要线索，也就是嫌犯的身份证。当局第一时间公开24岁黑发棕眼突尼西亚籍男子阿尼斯的照片，不排除这一名申请庇护者与恐袭有关。更惊人的是，这名男子与德国本土的伊斯兰武装分子有联系，因此在安保部门留有案底。Er hat sich seit Februar 2016 hat er seinen Lebensmittelpunkt in Berlin gesucht. Nach heutigem Kenntnisstand war er zuletzt kurz in Nordrhein-Westfalen. Die Sicherheitsbehörden haben ihre Erkenntnis und ihre Information zu dieser Person im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum ausgetauscht, zuletzt im November 2016. Das LKA Nordrhein-Westfalen initiierte beim Generalbundesanwalt schließlich ein Verfahren wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat nach 89a. Der Berliner Generalstaatsanwalt führte die weiteren Ermittlungen.阿尼斯的父亲和调查人员透露，阿尼斯七年前离开突尼西亚，从此以非法移民的身份在国外生活，曾在意大利入狱服刑，而且曾经用过不同的名字隐瞒身份。而当局今年还监控了他一段时间，怀疑他策划抢劫行动，以为恐怖袭击购买军火。但是在无法找出疑点之后，监控行动也告一段落。德国政府今年七月已经拒绝了嫌犯的庇护申请，但是基于他没有身份证明文件，而突尼西亚也质疑他的国民身份，因此当局迟迟无法将他遣送离境。柏林检察官宣布悬赏10万欧元，相等于46万5千令吉，敦促民众提供线索，协助警方逮捕这名可能持有武器的危险人物。